Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Super Smash Bros. Melee. Bayanki meldet sich und wir spielen Melee. Ich habe im ersten Part schon das erste Game over und wir kämpfen jetzt gegen Zelda, gegen der Frau. Okay, die Frau hat es aber hinter sich. Feuerball nämlich. Ja, mitten im Kampf habe ich auch. Wow, Bisa Floor. Vielleicht kann ich ja damit gegenhalten. Ich werde dich. Wow. Geil. Oho. The fucking shit. Komm her. Und der fällt da noch drauf rein. Und der kriegt einen Tritt ins Maul. Komm her. Zelda hat eine vernichtende Attacke. Das ist nicht der Hammer. Oh, schnell weg. So, da kriegt sie mich nicht. Eine Waldkugel. Jo, jetzt können wir mal so wie Samus. Schanera! Ich hab gesagt, Zelda ist stark. Jetzt drauf. Was gibt es denn? Boah, ich dachte, dieser Tritt ist gefährlich. Einmal back. Na ja, schick. Oh, Tarnkappe. Jetzt müssen wir gucken. Ach, du kannst mich mal. Oh, Basie. Amazing. Und sie hat den Baseball. Nein, sie nimmt den nicht. Der ist eigentlich der Beste mit dem Baseballschläger. Kann Home Runs gelingen. Komm. Warpstern. Da muss ich erstmal hinkommen. Ach, das nützt doch nichts. Ah, der Kampf. Jetzt hör jetzt auf. Ich hab jetzt. Boah, jetzt hol ich einen. Jetzt fang. Wie Chris Rock, aber ich bin der beste Yankee-Spieler. Einmal mal so einen Home Run wegkicken, ey. Wow! Sag ich nur. Home Run-König. Gibt's nochmal Bonus? Oh, Prince, der Anekdote an. Ja, aber ihr seht ja schon das Zeichen, aber genau. Genau. An Zero Mission, also an den ersten Samus, könnte man sagen. Also Super Metroid. Da seht ihr ja schon hinter diesem dicken Kern. Und Samus hat's wieder voll drauf. Das Problem, dass entscheidende Vorteil ist ja, das seht ihr nicht in Brinster, sondern in dem Spiel. Samus zeigt seine Rüstung nicht außerhalb. Das ist das Traurige. Das zeigt ihr ja erst in Corruption. Oder, ja gut, für andere in ADM. Aber das erste Mal, wo sie sich wirklich die Rüstung zeigt. Ihr seht ja, die kickt mich weg. Das ist ja keine Chance. Seht ihr doch. Hart ist sie auch nochmal hart. Jetzt habe ich Hasenohren. Jetzt kann ich schnell angreifen. Ja, das war's mit Hasenohren. Ja. Aber diese Melodien. Einfach nur genial. Komm jetzt runter. Ich mit meinem Fallrückzieher. Ja, jetzt müsste ich eigentlich sterben. Scheiße. Boah, ich will kein K.O. noch riskieren. Das muss es doch jetzt sein. Ja, da ist es doch. Mein Gott, ist das eine schwere Geburt. So. Diese Warning. Oh, oh, es kracht ein. Genau diese Sequenz kennt ihr ja von dem Fischgeldspiel. Code Red. Der ganze Planet stürzt ein. Wir müssen uns jetzt retten. Das heißt, mit Tempo. Und eine Trophäe natürlich. Ein Soku.
werde ja alle Smash Bros. Brawl Titel Let's Playen aus dem Grund, da ich dieses Spiel ja einfach nur göttlich finde. Deswegen. Und jetzt bin ich befreit. Wir spielen nämlich dann 64, dann kommt Brawl. Und ich hoffe mal, spät sozusagen, dass der, das nächstes Jahr, also dieses Jahr, wo ich es jetzt Let's Play, 2012, ein Titel für den 3DS rauskommt und für die Wii U. Oh Mann, ey, das wird geil auf die Wii U. Ich frag mich, wie das, wie man das spielt mit der Wii U. Das war ein schöner Traum. Wie das aussehen wird. Wird es wieder grafisch voll die Bombe? Es knallt alles so im Gesicht. Oh. Jetzt haben wir gegen Massen-Kirby-Kamouflage. Oh wei. Da habe ich jetzt. Das sind alle Fähigkeiten von Kirby, die er auch saugen kann. Hier haben wir Link, da haben wir DK, hier haben wir Ness. Ach, komm jetzt her. Machen wir es jetzt so. Machen wir das jetzt oldschool-mäßig. Ich hab's gesagt. Doppel-K.O. Doppel-K.O. Der bringt sich um. Bowser! Kirby Bowser sieht geil aus. Der stirbt um. So, jetzt haben wir noch einen, und zwar den Captain Falcon Kirby. Den haben wir auch schon besiegt. Mit dem Falcon Punch! Yeah. Oh, Canarian! Von Lilith Wars! Oh yeah! Jetzt kämpfen wir gegen mit Cloud. Und er gibt uns gleich einen Kick Ace. Das ist für seine Verhältnisse, das Spiel ist eigentlich von seinen Verhältnissen sehr gut. Finde ich, weil eigentlich von der GameCube erwartet man ja wirklich andere Spiele, aber wenn er jetzt geschafft, dass es grafisch geil aussieht, ich weiß nicht, warum Fox hier wegläuft. Ich zwinge ihn jetzt hier zu bleiben. Bleib hier, mein Schatzi. Komm doch her, Schatzi. Komm, wir nehmen jetzt eine Mine. Der, hoffentlich fällt er drauf rein. Nein, wir fallen drauf rein. Zwei Meter. Fuck, fail. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt wirst du platt gemacht mit dem Fischer. Boah, ich habe gar nicht gesehen. Ja, jetzt wird er kämpfen. Nein, er hat immer noch keine Lust. Wer das jetzt gehört hat. Fox, we've come to help. Looks like you've taken a beating. Das finde ich wiederum wieder geil. We've got the enemy on our monitors. Nein, jetzt helfen die uns. Die knallen ihn aber ab jetzt. Wir sorgen dafür, dass sie ihn hier abknallen. Jetzt kommen die. Oh! Die Bastarde! Boah, ey, wie krank sind die denn, ey? Oh, scheiße, Mann! Boah, ich hab mich gerade gerettet! Und, das geht's nicht! Hilfe! Und das war's, ey, das darf doch nicht wahr sein! Schon wieder ein Game! Ich sehe schon wieder ein Game! Over! Ja, das ist so schwer, die Verhältnisse sind. Ja, jetzt ist er vorbei, ey. Endlich. Mann, oh Mann, ey. Das war eine schwere Geburt, oder? Oh Mann, ey. Pokémon Stadium. Ja, diese Stage. Wer, jetzt spoiler ich ein bisschen. Diese Stage kommt ja auch. Ja, einige Stage von Melee kommen ja auch in. Natürlich in Brawl 4.
Und jetzt habe ich mit Pikachus zu tun. Und diese Pikachu lässt sich fast wie diese Kirby's besuchen. So in etwa. Ich würde auch Pokémon rufen. Das mache ich jetzt auch. Nein! Mein anderes Pikachu hat ein Lugia gerufen. Ich bringe mich auf Freiwilligschiebe um. Oh, ich habe noch, genau 8 gehabt. Das war sehr knapp. Pokémon Stadium. Tut mir leid, zweites Game over. Ich finde mich jetzt als Let's Player grausam. Aber ich frag mich, wer das in 8 mal ohne ein Game Over überlebt hat. Ich hab's mal in Very Hard wirklich ohne ein Game Over geschafft. Das habe ich mir irgendwo als auch ans Randnotiz geschrieben. Das könnte ich euch mal fotokopieren, diese Randnotiz oder auch ein Video zeigen. Wenn ich die Kamera finden würde. Oh Mann, ey, diese Pikachus gehen mir voll auf die Nüsse. Hier, kämpft mit Pokémon, nicht mit mir. Boah, ein Inkognito. Wie geil. Hier, bis noch mehr. Hier, Elektroball. Und jetzt, boom. Ey, das darf doch nicht wahr sein, oder? Ich hasse Pikachus. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ja, ein fettes Turtok. Wow! Und schon wieder tot! Scheiß Pikachus! Pika! Verreckt, ey! Komm her! Hier, hast du noch ein Pokémon? Och, ein Togepi! Wow! Oh, das hätte ich ausnutzen müssen. Was ist das denn für eine... Ah, für Feuer-Pokémon wahrscheinlich. Passt ja, Goldini. Mein Gott. Hier, nimm dieses Pokémon als Freund. Ah, verrecke. Mein Gott, ey. Zwei Leben schon wieder verloren, ey. Eine F-Zero-Strecke. Und zwar die Grand Prix. Oh mein Gott. Da habe ich auch schon viel erlebt. Beim zweiten müssen wir... Wenn sie dahinter sind, dann müssen wir hochspringen. Boah, krieg ich das hin bis zum dritten? Seht mal, warum ich das sage. Ja. Also ich will nicht überfahren werden von solchen Dingen oder jemals angerempelt werden, weil... Scheiße! Schnell die Statue mitnehmen und dann wieder hoch. Abwarten. Und jetzt weiter geht's. Schnell machen. Natürlich wäre mit Captain Falcon natürlich hier der größte Vorteil, aber weil ich ja mit Mario schon von Anfang an gemacht habe, also muss ich auch mit Mario spielen. Mütze richten, weiter geht's. Oh Mann, das war schon ein. Oh, Scheiße. Das wird knapp. Boah, jetzt ducken. Und das Schutzschild aktivieren. Hier könnte ich mich eigentlich schützen. Ja, ich mach das auch. Jetzt zeige ich euch, warum ich die sage. Hier schützen. Ja, guck mal, wie die fahren, ey, die Cranks. Jetzt sind wir am Ziel jetzt, wenn wir jetzt uns beeilen. Ja, endlich. Completed. Dann würde ich mal sagen, da sehen wir uns im nächsten Part wieder beide bei Super Smash Bros. Melee. Bis dann und ciao.